Wir sind mal wieder auf dem Weg nach London. Also eigentlich sind wir theoretisch in London, aber eher so ein Außenbezirk, was auch sehr schön ist, weil es hier etwas ruhiger ist. Und wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir heute da hinkommen, denn der Notting Hill Carnival steht an. Und da sind einige von den U-Bahn-Stationen nicht im Betrieb. Und wir werden wahrscheinlich mit einem Bus fahren müssen, aber wir haben keine Ahnung. Also wir gehen jetzt erstmal zur Busstation. Und werden einfach mal gucken, wie wir da dann weiterkommen. Ja, bleibt gespannt. Yes, to be continued. Also wir haben einen sehr großen Aufsteller gehabt bei unserer Train Station, das nichts fährt. Aber da war ein sehr netter Mitarbeiter, der hat uns ganz genau gesagt, wo wir lang fahren müssen. Das heißt, wir werden es ungefähr bis Mittag sicherlich schaffen, dann auch in London Mitte zu sein. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir haben Greenwood gefunden. Okay, verarsche. Es ist rot-grün. Aber trotzdem sehr cool. Thank you.
es geschafft. Ich bin auf der Spitze der St. Pauls-Kathedrale und es ist der Wahnsinn. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund sehen, ich drehe mich nochmal so. Also da ist die Themse, das ist so cool. Und ja, guckt euch das an. Wir haben auch den zweiten Turm erklommen und irgendwo hinter mir ist Alex, aber ich kann sie gerade nicht sehen. Ah, hier ist Alex. Also, da sind Alex und ich gerade rauf. Und es hatte 321 Stufen. Ja, Alex hat es auch geschafft. Ah, es war so cool. Wir waren erschöpft, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wir haben tatsächlich Urkunden bekommen dafür, dass wir da hochgelaufen sind. Sehr, very fancy. Very fancy. Yes. Und ja, war sehr schöne Aussicht. Lohnt sich. Und man zahlt 5 Euro, wenn man kein Student ist. 3,30. Wenn man ein Student ist. Living the life. Yes. Und ja, wer da in London noch nicht genau weiß, was er machen soll oder alles andere schon gemacht hat, kann gerne diesen Turm erklimmen, weil das lohnt sich auf alle Fälle.